Hallo und herzlich willkommen zu Musikwissen, selbstverständlich für dich. Also, dann gehen wir zurück und wir schauen uns das hier an, wie das im Notenbild aussieht. Das soll ja unser Ziel sein, dass wir die Töne auf den 5 Notenlinien korrekt einzeichnen können. Was wir wissen ist, dass wir die Notenköpfe immer auf der Linie und im Zwischenraum zeichnen. Das ist automatisch schon vorgegeben, darum fällt es uns auch leicht, Tonleitern zu zeichnen. Und der Anfangston ist immer der Grundton. Jetzt, wir erinnern uns, dass der Notenschlüssel den Namen Violinschlüssel, aber auch G-Schlüssel hat. Und zwar aus dem Grund, weil wir wissen, hier landet auf der zweiten Linie das G. Also zeichne ich hier mal einen Notenkopf ein und dann würde das für uns bedeuten, wenn wir die G-Dur-Tonleiter spielen wollen. Das war jetzt ein Klingelton. Wenn wir also die G-Dur-Tonleiter aufzeichnen wollen, stelle ich das Hilfsmaterial entsprechend ein. Fange beim G an auf der Linie, dann Zwischenraum auf der Linie, Zwischenraum. So, und jetzt sehe ich schön im Hilfsmaterial, das ist ein G als erstes. Braucht kein Vorzeichen. Dann ein A, dann ein H. Dann kommt ein C, ein D, E und hier haben wir kein F, sondern das Fis. Und deshalb braucht es hier ein Vorzeichen. Das war das Kreuz. Und dann kommt noch das G am Schluss. Wunderbar, dann bin ich wieder am Anfangston. Dann machen wir als zweites Beispiel. Ich nehme den Violinschlüssel hier runter. Den dürfte man natürlich auch nochmal neu zeichnen, aber dass es gleichmäßig aussieht. Dieses Mal suchen wir uns eine andere Tonleiter als Beispiel aus. Es geht vielleicht jetzt hier um die S-Dur-Tonleiter, dass wir die anderen Vorzeichen verwenden hier. Also ich möchte das S hier oben. Und darum muss ich überlegen, wo liegt das S? Ich weiß, das G ist der G-Schlüssel und dann kommt nachher das F im Zwischenraum und dann das E auf der untersten Linie, also hier und entsprechend ein B vorne dran, dann wird es zum S. Also fange ich hier an mit dem S, aber zunächst wieder auf der Zwischenraum, auf der Linie Zwischenraum vorstrukturieren. Ich weiß schon, der Anfangston und der Endton müssen das S sein. Dann sehe ich, das F bleibt normal, das G bleibt normal und hier kommt das As. Warum das As und nicht das Gis? Weil das G ist schon vorhanden. Darum das Gis nicht. Okay? Das A ist frei, wird nicht gespielt. Das bekommt ein B vorne dran, darum ist es das As. Das heißt für uns hier unten, hier kommt ein As dran, also ein B vor dem A-Notenkopf. Dann kommt nachher wieder das B, denn auch hier wieder das A haben wir ja schon zum As gemacht, also gibt es kein A-Is, sondern ein B. Wieder ein B als Vorzeichen, danach folgt das C und das D, wunderbar, brauchen wir kein Vorzeichen, das S haben wir schon. Hier hätten wir die S Dur-Tonleiter. Hier oben G-Dur-Tonleiter. Und so müsstet ihr euch dann entsprechend für all die Tonleitern mal diese Übung durchspielen, dass bei jeder beliebigen Tonleiter ihr entsprechend die korrekten Plätze auf den Notenlinien für die Notenköpfe findet. Ja, dann für den nächsten Schritt wünsche ich euch viel Erfolg und auch beim Programmieren in Scratch. Musikwissen, selbstverständlich für dich.